Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wir sind endlich nach all der langen Zeit vor der Top 4 in der Pokémon Liga und ich habe meine Pokémon, wie gesagt, etwas gelevelt, etwas mehr als ich gesagt hatte, weil die Top 4 sonst viel zu stark für mich gewesen wäre. Das hat ich mir sagen lassen, sag ich mal. Und irgendwem hatte ich ein neues Item gegeben. Brudersand ist, glaube ich, gleich. Ja, genau. Ich hatte den beiden hier eine Persimbeere gegeben, weil die Items, die sie vorher hatten, die waren relativ nutzlos in der Pokémon-Liga. Der hatte jetzt den Seilenstahl und weiter eine Wundersaat. Und ja, jetzt werden wir uns die Top 4 angucken und schauen, wer der erste Gegner ist. Ab hier haben nur die Trainer, die alle Orden der Arenen erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Trainer, glaub an dich und deine Pokémon, geh weiter, ja. Wir sind bestens ausgerüstet mit Tränken und Stuff und werden jetzt natürlich den Schutz nicht mehr wirken lassen. Perfekt. Und dann gegen den ersten Top 4 antreten. Nach welchem Typ sieht das denn aus? Ich kenne die Top 4 nicht, nur den Champ. Und das sieht mir nach Gestein oder Unlicht aus. Und da wir Gestein schon hatten, eher Unlicht. Was nehme ich denn gegen Unlicht? Kampf. Ich nehme Mariama nach vorne. Passt schon. Natürlich komplett ohne Vorsprung, wie sich das gehört. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön. Dann lass uns weiter einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Ich habe das Gefühl, die Entwickler wussten nicht, was sie bei dem schreiben sollten. Aber das tut ja nichts zur Sache. 5 Pokémon und Mark. Na je, ne. Ja, jetzt bin ich noch etwas stärker als die, aber das wird sich noch ändern. Glaube ich. Also hier war es ja noch so, dass man sich die Top 4 Reihenfolge nicht aussuchen konnte. Wie in der neueren Edition. Und deswegen werden die auch nach und nach stärker. Und wenn der Schwächste schon damals fast auf meinem Level war, hätte ich ein bisschen verkackt. Sandwirbel. Das ist jetzt nicht in Ernst, oder? Ist nicht dein verdammter Ernst. Du musst wirklich so scheiße anfangen. Immerhin hat das getroffen. Komm, lass es das gewesen. Dankeschön. Das wäre nervig geworden. Das glaubt man nicht. So, erster weg. Zweiter, Tengulist. Makago, komm. Das hört sich wie ein Job für dich an. Du kannst den Typen verbrennen. Und die Musik ist so geil. Ich werde darüber... Ich kann wieder nicht reden. Erstmal Flammenwurf. Oh, sagt mal, wenn jetzt alle Top 4 so... Weil wenn alle Top 4 so wären, dann werde ich hier noch einen Rage quitten. Das sage ich jetzt, dass ich jetzt schon komme. Eine Chance gebe ich dir noch. Oh nein. Ach komm, muss die Top 4 wirklich so ruiniert sein? Triff ein... Oh, du bist so scheiße. Okay, dann hoffe ich, dass ich nicht in einem Schlag sterbe, weil du konntest doch Aeros, oder? Genau, und Aeros trifft immer, egal, wer es dir Fluchtwert sagt. Vielleicht mache ich ja nochmal Doppelteam. Ja, mach. Ich treffe schon. Kannst ruhig 6 auf 6 Stufen erhöhen, ist mir egal. Aeros! Angeberei... Ja, wenn ich treffe, dann wird das dein Tod sein, weil mein Angriff jetzt mega ist. Komm. Wurde verwirrt und... Ja. Ba 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 ba. Du möchtest mich doch verarschen, Aeros. Ja, da Doppelteam kannst du machen, so viel du willst. Fluchtwert von Depp steigt. Papinella ist immer noch verwirrt, weil er doof ist. Jetzt triff, danke. Und... Gut. Drittes Pokémon. Wäre Absol. Das ist ja absolut... irgendwas. Naja, Hariyama wieder, ne? Standardantwort. Würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Nach den Top 4 ist es nur noch... Gibt es noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe zu erwähnen. Noch eine Sache, die wir machen werden. Welche das ist, könnt ihr euch schon denken, wahrscheinlich. Ich wollte das nicht vorher machen, weil ich denke, dass ich hier sonst etwas OP gewesen wäre und das wäre ja langweilig. Vielleicht bin ich ja im ersten Kampf noch ein bisschen OP, aber der lamet ja total rum, also doch, vielleicht doch nicht so sehr. Wird dir sicher alles noch zeigen. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist beim vierten oder so sterben und dann alles normal machen. Noctuska. Makago? Ich glaube daran, dass er diesmal nicht sein Fluchtwert erhöht.
Wer weiß. Dann mach mal. Flamborf? Egesam? Ja, okay. Der muss extra seine Samen auf mich werfen. Ja. Okay, wie viel Schaden macht das? Tötest du dich, bitte? Sehr gut. Als nächstes wird Krebotak eingesetzt. Krebotak, wollte denn so. Das ist ein Job für dich. Du, mein letztes Pokémon auch. Du. Schockwelle. Bam. In your face. Ist sogar sein stärkstes, oder? 48? Ich denke schon. So, das war's dann mit dir, Ulrich. Ich habe verloren. Ich, Ulrich, von den Top 4. Macht nichts, das war lustig. 4900. Nun hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Ja, ich habe viele Tränke. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen und zum nächsten Kampf. Das hatte ich vor, mein Lieber. Glaubst du oder glaubst nicht? Was ist das hier für ein Typ? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Naja, hab ja genug Tränke. Ich muss sogar nur einen heilen, ne? Ja, hier. Nur ein Top-Trank und dann nochmal 15 Top-Genesung. Ja, okay. Wie auch immer. Ja, mit wem starte ich denn? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. So pink, das sieht nach Geist und Psycho aus. Und ich habe keine Ahnung, da wir Psycho schon hatten, gehe ich von Geist aus. Geist hatten wir nämlich meines Erachtens noch nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Deswegen nehme ich einfach mal Voltenso, weil der kann eine Unlichtattacke. Und das wäre ja gegen beide gut. Gegen Geist und Unlicht. Gegen Geist und Psycho. Und ich hoffe mal, dass ich recht habe. Vielleicht liege ich auch komplett daneben. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe im Pyroberg trainiert, wo total viele Low-Level-Pokémon sind. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, Geist... Pokémon zu kommunizieren. In der Tat, ist das Band zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Hätte ich mit Hariyama gestartet, bestimmt nicht. Aber so schon. Ich beiß dich tot und du machst ein Schutzschild. Wie viel AP hat Biss? Ah, genug. Aber der hat ja Dingens. Hälfte ist gut. Müssen die Top 4 jetzt wirklich alle so rumlamen? Das finde ich aber irgendwie scheiße. Das ruiniert das Spiel so ein bisschen. Finde ich. Susannwirbel, Fluchtwert. Aber ich habe denen eine Persimbeere gegeben und deswegen hebt es die Verwirrung auf. Ah, ich schmarter Kerl, ich bin so smart. Hat er das überlebt? Der macht das nochmal. Immerhin hat es einmal. Gebt ihm gleich nur neue Persimbeere nach dem Kampf. Woher habe ich noch einen? Ich weiß nicht. Davon hatte ich nur 3, 4 oder so. Ich mache mal Schockwelle. Deswegen. Um zu gucken, wie viel das abzieht. Wenn sich überhaupt trifft. Und? Es hat sich von Verwirrung selbst in die Fresse geboxt, weil das ist das Intelligenteste, was man machen kann. Ich mache einfach mal eine Dönerwelle. So. Du stehst erstmal still. Finsterfaust. Hat mich jetzt nicht so sonderlich schockiert. Miau, miau. Und? Auch fast die Hälfte. Ist paralysiert, das kann ich angreifen. Was hast du davon? Und nochmal Donner, der daneben geht. Das war so klar. Donner trifft jedes Mal und jetzt geht's daneben. Immer. Es hat wirklich immer getroffen, als ich gegen irgendwelche No-Name-Trainer gekämpft habe. Aber das müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Und tschüss, Zwirklop. Du hast mich schon länger aufgehalten als der erste. Noch ein Zwirklop? Das finde ich jetzt irgendwie lame. Obwohl gab es noch nicht so viele Geist-Pokémon. Ach, so ein Pix hatten wir hier noch nicht gesehen. Komm mal her. Du hast auch was drauf. Obwohl, hat er nicht Schwebe? Zwirklop hat doch Schwebe, oder nicht? Oder? Probieren geht über studieren. Nee, hat kein Schwebe. Okay.
Zieht Hälfte ab, ich bin zufrieden. Spukball. Aua. Gibt Schlimmeres. Und der hat jetzt irgendeine Beere oder was? Stimmt, der hat eine viel... Oder? Der erste war noch nicht Level 51, der war 49 oder so. Oder irre ich mich da etwa? Ich bin mir nicht sicher. Natürlich reicht es ganz knapp nicht. Wie sollte es auch sonst sein? Spezialverteidigung. Weil, wenn er für den Fall, dass er heilt, Surfer, heilt aber nicht. Und das reicht. Und tschüss. Und Panett. Ich nehme mal wieder Voltenso zurück. Weil der ist gar nicht mal so doof. Erstmal wieder paralysieren. Ist paralysiert, das kann nicht angreifen. Oder auch doch. Au. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Lalalalalalala. Und Panettes jetzt darf wieder angreifen. Ist gemein. Aber es zieht nicht die Hälfte ab, nein. Ich beiß dich nochmal. Nom. Das ist sehr effektiv. Panettes schreckt zurück. Und ich habe gewonnen diese, also nicht den Kampf, sondern diesen... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Pokémon besiegt. So. So ist richtig. Nächste ist Zubiris. Zubiris hat keine Schwächen, deswegen ist es scheißegal, mit was ich hier komme. Es sei denn, es ist etwas nicht sehr effektives. Das wäre doof. Los, Makago! Makago wird nicht viel zu zukommen gegen den Champ. Deswegen setze ich ihn jetzt ein. Hitzroller! Doofes Team! Fick dich, Team! Triff einfach, bitte! Danke! Reicht auch. Phew. Da wollte die schon wieder rumlähmen, es ist unfassbar. Und noch ein Banett. Ah. Zweimal Pokémon doppelt. Bin ich aber schade, Papinella hat man noch nicht. Komm, ich muss jeden Mal einschlagen, damit ich mehr Hypertränke verschwende. Warte, was? Was soll's, obwohl ich... Nee, der kann ja Spukball, das ist ja sehr effektiv, ne? Ja. In your face. Zieh sogar die Hälfte ab, ist doch super. Und du machst auch einen Spukball. Wollen wir jetzt Spukball-Wette machen? Ich glaube, ich gewinne. Oder nicht. Oder ich bin noch schneller, ja genau. Dann gewinne ich. Und tschüss. Bye, bye. Wie hieß der Top-Film nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Antonia, genau. Oh, verdammt. Außen vorbei. Verloren. 5100, die mir jetzt nichts bringen. Das Band zwischen den Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt. Da konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Gehen wir in den nächsten Raum. Ups, ich bin über das Band gestolpert. Ja. Genau. Plattwitze sind platt. Das sieht nach Eis aus. Würde ich sagen. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen heilen. Ich habe nämlich gedacht, ich mache zwei Topfeuer im ersten Part, zwei Topfeuer im zweiten Part und im dritten Part dann den Champ und das, was noch übrig bleibt. Dann habe ich 50 Parts und ich habe meine Sucht nach geraden Partzahlen, Endenzahlen erlebt. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.